Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion Hill 2 im 4 gegen 4 Modus Gigamurks. Sind wir mal wieder am Start. Macht auch immer sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ja, die haben so Yolo Chaos genommen. Erneuerung. Gehen wir mit der Burg rein. Ganz klassisch. Das sieht gut aus. So fürs Erste. Klingt gut. Das klingt gut. So, das heißt, ich baue dann einen Ochsen hin mit Yosora-Katzen und den geweihten Röstern vorne hin, hinten die Harpien. Die kriegen dann schnell Mana. Das ist gar nicht schlecht. Das ist so mein Plan. Ich hätte gern noch. Holy shit. Ich hätte gern noch die Eier mitgenommen für die Hydra, aber so viel Auswahl habe ich dann doch nicht. Crap Lord. Ganz schön viele Atome. Da würde sich ein Mimik immer anbieten. Der frisst sie weg, ich krieg Kohle und Schluss. Das ist gut. Das sollte ich auf jeden Fall auch machen, später dann. Ja, noch mehr. Ich bin gespannt, was so der Plan ist. Mit den ganzen Atomen. Da könnt ihr jetzt noch fette Frontier hinbauen. So, damit die den Schaden rauskriegen. Man könnte auch nur auf Universalschaden gehen, das geht auch. Na, wenn er jetzt zum Beispiel noch Starcaller hätte, macht er einen Universalschaden. Nimbus, Yuzora. So, Katze mit hin. Ein Stack rein. Naja, und Manta, der neue Manta, macht ja auch Universalschaden. Das könnte auch sein. Aber anscheinend baut er einfach nur noch ganz viele Atome. Oder Protonen halt. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, was die Strategie sein wird. Aber es reicht auf jeden Fall, dass ich durchkomme. Wegen der Einschnecke. Jeden Fall noch ein Worker. Machen wir erstmal die Katze ein bisschen stärker, dass sie noch ein bisschen was aushält. Stufe 2 Schnecke. Wir haben jetzt schon 60 geschickt, eine Aufwertung und eine Hexe.
fängt auch an, vorne was zu bauen. Und das ist vollkommen egal, mit was man angreift. Ich nehme jetzt die Turtle mit, damit da vorne ein bisschen magischer Schaden mit dabei ist. Weil die haben ja auch diese formlose Verteidigung, die auch von allem gleich viel Schaden bekommt. Und da jetzt so ein Walk platziert hat, magischer Schaden mit rein. Ich will aber auch kein Robo reinpacken oder so, weil ich dann weniger Einkommen kriege. Das lohnt sich nicht. Aber der Turtle hat ein bisschen den Schaden abgefangen und hat aber noch mal dazu beigetragen, dass der Walk vernichtet wird. Ich glaube, er hätte es trotzdem. Ja, weil er hat jetzt einen aufgewerteten. So ein tatsächliches Atom. Aber da könnte man wirklich viel mit Mimix machen. So sieht das doch gut aus. Der Harpyr kriegt Mana vom geweihten Ross, kriegt dadurch mehr Attack Speed. Ja, doch, das schaffe ich. Ganz entspannt. Das ist halt auch eine Blume, ne? Okay, haben beide 5 Stacks. Hätte sein können, dass ich schon mal verkackt hat, aber nee. Der verkackt jetzt. Katze aufwerten. Neue Harpie. Oder soll ich für die nächsten beiden Waves schon ausgesucht haben? Ganz entspannt. Dann können den King ruhig mal noch ein bisschen aufwerten. Wir hatten da Leben geskillt, also Regeneration. Okay, Katze regeneriert sich noch, das ist gut. Jetzt ist sie weg. Könnte sein, dass es die Harpy diesmal nicht schafft. Ja, die Kleinen sind alle down. Jawohl. So muss es sein. Ich bin durchgekommen, jawohl. So gefällt mir das. Holy shit. Mini Leben. So. Bau den Ochsen schon mal hin. Mega Schnecken rein. Mal gucken. Bis jetzt bin ich noch nicht so davon überzeugt, was er hier leistet.
Jawohl. Ich glaube da nicht so richtig dran an den Bild, den er macht. Oh, ich bin ganz oben. Mega fett. So, was machen wir jetzt? Ich glaube, ich mache eine Katze hin einfach. Ich werde mal den King aufwerfen. Ich roll mal. Die brauche ich nicht mehr, die habe ich ja schon. Das ist, das ist nicht schlecht. Ich könnte es so machen. Stichschaden habe ich auf jeden Fall. Aufprallschaden habe ich auch. Mit magischen Schaden auch. Weiß nicht, ob ich über die Katzen behalten will. Ja, ich behalte die Katzen. Ich werde jetzt hier ein paar Zeus hinbauen. Damit ich dann auch die Bossrunde halten kann. Also hätte ich jetzt gar nichts gehabt, was ich dagegen hätte einsetzen können. Weil jetzt bis jetzt 200. Da hätten nur die Harpien was machen können und das wäre mir zu wenig gewesen. Hätte ich jetzt nicht gehalten. Da kommt auf jeden Fall noch was. Jetzt hier so die Box platziert einen Alpha-Menschen und wartet da weiter auf. Hundertprozentig kommt da noch was. Aber wie gesagt, so richtig überzeugt bin ich irgendwie noch nicht. Ich investiere lieber in die Zukunft. Baue den Pyro auf. Wir haben noch ein paar Turtles rein. Mal gucken. Okay, seid ihr noch mehr davon platziert? Also magischen Schaden wäre nicht schlecht, zu 14, 15 auf jeden Fall. Bei die anderen, also außer die Turtle, kostet alles magische Schaden, was man hier macht. Okay, der Drache noch. Aber Hermit kostet extra, der Rob kostet extra. Also man hat weniger Einkommen in dem Moment. Und die Wichte. So, Stichschaden. Hab ihn aufwerten 2 und dann
mehr Rocker holen. So, King ist komplett. So muss es sein. Okay, 240 Riesenschnecke und Aufwertungen. Oh, das ist ein 6er Robo. Ja, 14 und 15 kann ich dann gut was schicken, weil er hat jetzt hier nicht großartig viel. Ja, keine Verteidigung oder so, da ist gar nichts dabei. Oh, 10 Blocker kann ich holen, geil. Das ist der gute Cash. Das heißt, nächste Runde schicke ich ein bisschen was Fetteres rein. Damit er verkackt mit seinen Alpha-Menschen und Walks. Auch einen dicken Robo reinschicken. Blume! Oh, schade, ist tot. Gucken wir mal. Oh ja, mit meinen Workern. Dann packt ihr das mit drin. Ist wichtig. Ein 2er Drache. Jetzt ein 3er. Ein Hermit kann ich noch reinpacken. Das wäre optimal. So, da bin ich ja mal gespannt. Okay, das ist der erste Mimik. Jetzt haben wir Dachse stehen. Reicht aber nicht. Bei mir reicht es auch nicht. Der hat mir zu viel zugesetzt. Ach, schon wieder ist gut gekontert. Holy shit. Oh, hier geht's auch an King. So, wir brauchen magischen Schaden, das bedeutet. Mehr Pyros. Simon Dino. Nein, die 8er schaffe ich leider nicht. Schade.
War kein Problem durch die Pyros. Ah, okay. Jetzt hat er auch die Wüstenpilger. Das heißt, er wird wahrscheinlich einen Alpha-Menschen oder den Dax groß machen wollen. Eventuell. So, erstmal ein Treiben mit rein. Oh, ich werde mir hier noch eine Harpie aufwerten und noch eine. Vierer Mimik und Dreier Robo. Mal gucken. 10 Piepen. 10 Piepen. 10 Piepen. 10 Piepen. 10 Piepen. Das ist gut. Das ist super gut. Ich hab geblockt. Mimik ist zwar tot. Aber geblockt habe ich trotzdem. Und da machen wir doch gleich weiter. Ja, wir können den mal aufwerten. Jetzt ist hier die Runde auch komplett. Hexen mit rein, auf jeden Fall nicht schlecht für die ganze Masse an Megawaldläufer. Was sie hier hat. Und Hexen mega stark. Und Mimics natürlich. Jawohl, Herr mit der Knete. Okay, die Masse ist einfach zu groß. So, was können wir jetzt noch bauen? Wir können erstmal das hier aufwerten. Ich will eigentlich nicht so großartig viel stehen haben. Huch, da habe ich ein bisschen viel gebaut. Naja. Los, Mimik, bring mir Geld. Jawohl. Ah, schon 70, 80. Oh.
Das hat da ganz schön viel drüber. Ich werde jetzt auch keinen Worker mehr holen. Ich werde jetzt nur noch hier aufbauen. Dass wir dann auch schön halten können. Ja, ich wäre auch für Sammeln jetzt. Weil ich brauche schon ein bisschen mehr für ihn. Für die Masse an Einheiten, die er hat. Aber dass man wirklich einfach mit Hexen gut dabei. So sieht das schon ganz gut aus. Ich bin der Einzige, der da noch ein Plus ist. Und wir sind noch nicht mal hinten angekommen. Was? Die schicken jetzt? Ja, die haben auch geschickt. Verrückt. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, ich habe es fast sogar noch gehalten. Ja, 5er Schaman ist übelst groß. Holy shit! Ich kann ihn nicht mal anwählen. 20. 20er Gaia-Schild. Das ist brutal. So, jetzt habe ich ja ordentlich Knetens. Mehr geht nicht. 2400 plus. Das ist verrückt. Also wir können nächste Runde schicken. Ich glaube, es macht tatsächlich auch Sinn. Naja, also der ist ganz schön abgeschieden von den anderen. Er ist 2000 plus. So wie ich. Vielleicht warten wir noch eine Runde. Bin mir da nicht so sicher. Wir könnten jetzt verkacken, wenn wir nicht schicken. Sieht so aus, als wollen die anderen auch noch sammeln. Wenn wir was geschickt, so wir haben sie noch nicht. Wir wollen es geschickt, aber weniger bekommen als bei dem anderen Send. Okay, ich brauche auf jeden Fall Hexen. Also wir machen erstmal die Dreieinigkeit rein. Dann ballern wir eine 8. Hexe raus.
könnten wir auf jeden Fall mit dem Kraken noch mitgehen. Das sieht aber auch nicht gut aus. Ich glaube, das war's. Ja, schade. Hätten wir doch schicken sollen. Aber das wäre jetzt hier eine Bombenwelle gewesen, wenn das durchgegangen wäre. Defeat. Haben wir eine Runde zu lang gesammelt. Tja, das war meine Runde Dietschen. Schaut doch gerne bei Ahnung, wie es mit vorbei. Das Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.